Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, unser Chang ist jetzt endlich da mit seinem Traktor und jetzt geht's los. Machen wir die Straße noch ein bisschen. Meine Frau erklärt ihm jetzt das Ganze. Und dann kann's losgehen. Wie gesagt, um mal die Straße zeigen, wie kaputt sie ist, aber ihr wisst es ja bereits. Und schauen wir mal, wie es danach aussieht. Ne? Kann nur besser werden. Es ist gut, dass es gestern ein bisschen geregnet hat, zumindest für die Straße, dass jetzt der Boden eigentlich ein bisschen aufgeweicht ist. Da kommt er mit seinem Dings da besser rein. Mal sehen. So, man sieht, hier ist die Straße eigentlich okay, kann so bleiben. Aber ab unserem Tor da weiter. Er ist ziemlich kaputt und jetzt legt er los, der Junge, und wird richtig Erde abtragen und einfach Richtung Reisfeld schieben. Natürlich nicht zu nahe dran, damit er den Leuten den Reis kaputt macht, aber der ist ein Profi, der hat unsere Reisfelder auch gemacht, der weiß schon, was er tut. Von daher lassen wir ihn einfach machen. Hey, hey, komm hier, ey. Maru, ey. So, man sieht, es ist gar nicht so einfach, jede Menge Arbeit. Ich muss ja, wie gesagt, auch so wie 20 cm tiefer gelegt werden, die Straße. Ne? Einfach Erde abtragen und nachher wird er dann das schön richtig gerade machen. So Leute, er ist schon mal da und das ist gut. Und er ist jetzt schwer beim Arbeiten, der Mann. Und meine Frau beim Kochen. Was ich euch zeigen wollte, das ist Schweineheiß, eingelegt in verschiedenen Thai-Sauce, Kräuter, irgendwas. Und das wird dann noch in so ein bisschen, ja, nicht direkt paniert. Oh, da kommt schon das nächste. So ein bisschen eine kleine Schicht Mehl oder wie soll ich das sagen. Jedenfalls ist sehr, sehr lecker. Also heute gibt es richtig was Gutes. Und dann noch mit so einer Soße und Reis. Und hier die thailändischen Auberginen gekocht als Zutat. Und noch eventuell ein paar Gurken und so. Also das Fleisch jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Thailändisch nennt. Aber ist sehr, sehr lecker. Das wird erstmal mit sämtlichen Kräutern und so präpariert und dann mindestens eine Nacht im Kühlschrank gelassen. Und ja, also ich zeige es nochmal, wenn es fertig ist. Sieht sehr lecker aus, Leute. Also ich mag es auf jeden Fall. Ich mag es sogar besser als Steak. Okay, schauen wir nochmal zu unserem Traktoristen jetzt. Der geht ja richtig tief, die meine Güte. Aber egal, der wird schon wissen, was er tut. Der Mann ist Profi, zumindest bei den Reisfeldern hat er es richtig gemacht.
Ja, schauen wir mal, wenn es fertig ist, Leute. Ich würde sagen, lassen wir ihn einfach arbeiten, ne? Okay. Ja, ist ein bisschen tief, aber er meint, er tut nachher Boden zurück. Also der weiß schon, was er tut, auf jeden Fall, Leute. Das ist schon ziemlich viel Arbeit für ihn. Also ich glaube, ein paar Stunden braucht er auf jeden Fall. So Leute, und da wir schon mal hier sind, schauen wir jetzt noch mal zu unseren Kühen hier auf der Weide. Ne? Man sieht, das Gras und auch das Unkraut ist alles gewachsen, wie das so ist hier. Ne? So, unsere Sairung. Und unsere kleine, die Tawan. Tawan, ey. Ja, ist ganz schön gewachsen, das Kälbchen. Ne? So, und hier, wo der Boden etwas höher ist, haben wir schon gesprochen mit Onkel Nanon, dass der irgendwie auch so kleine Überdachung macht für die Kühe, wenn die hier draußen sind, dass sie auch Schatten haben und auch vom Regen geschützt sind. Auch aus diesen alten Materialien vom alten Kuhstall wird es dann auch so gemacht. Aber erstmal da vorne fertig werden. Also, jede Menge Arbeit auch für uns, auch für Onkel Nanon. Es gibt immer was zu tun, Leute. Hey. Komm an. Ja. Na du. So. So Leute, also schön langsam kommt er ja vorwärts. Ist jetzt noch alles nicht so schön, der wird es nachher noch gerade machen. Aber der Ansatz ist schon mal gut, also man sieht gleich, der Mann kennt sich aus. Und deshalb brauche ich hier nicht viel zu gucken, lasse ich ihn einfach arbeiten. Und mache dann mal das nächste Video, wenn es fertig ist. Wie gesagt, er ist da noch ein paar Stunden beschäftigt, 2-3 Stunden vielleicht. Aber Hauptsache, es wird gemacht und wird alles schön vorbereitet. Ne? Jawohl. Okay. Und dann schauen wir mal, was meine Amorat macht, weil ich habe Hunger. So Leute, der Tisch ist gedeckt und jetzt erstmal ja, etwas essen, bevor es dann weitergeht mit Arbeit. Ja, meine Schwiegermutter Dialet ist auch dabei. Und ja, was gibt es Leckeres? Also erstmal Reis, der Reis aus dem Isan sehr gut, habe ich schon gesagt. Das sind die thailändischen Auberginen. Die sind sehr lecker, also die sind jetzt gekocht, man kann sie auch grillen oder anders irgendwie. Dann gibt es hier noch so ein Gemüsegericht mit Schweinefleisch. Und hier, das ist so diese Kräutergemüse, was die Alert heute Morgen gepflückt hat. Die kann man so als Zutat einfach essen, sind gut für die Verdauung und ja, man sieht's. So, und kommen wir zum Hauptgericht, das ist unser Fleisch. Das sieht sehr gut aus. Also ich mag es besser als Steak, habe ich bereits schon gesagt. Und probieren wir mal, ob es auch richtig Also, wie gesagt, einwandfrei. Typisch thailändisches Essen, Leute. Sehr lecker. Und ja, erstmal essen und dann geht es weiter mit Arbeit. Und so ist das halt. Das Leben hier im Isan, Tag ein, Tag aus, immer wieder mal was Neues.
Okay. Also, das war's dann wieder mal mit diesem Video und euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss. Mi ai. Kriegst ja was du machst. So. Oh, my God.